1440 Minuten außer Atem. 1440 Minuten Abenteuer und Nervenkitzel. Es ist der längste Tag seines Lebens. Die neue Serie 1440. Ich habe mich schon gewundert, wo die alle sind. Wenn sie einfach ruhig, wenn sie nichts unternehmen und nichts tun, wenn wir einen Anschlag auf die grüne Bürgermeisterkandidatin verüben, bekommen sie ihre Familie noch heute um Mitternacht wieder. Ja, dann mache ich das mal. Tschüss. Okay, wir sehen uns dann später. Stimmt das, dass du und Mama entführt worden seid? Ja. Okay, alles klar, bis später dann. Tschüss mit Ö. Ja, was ist denn? Es wäre wirklich schön, wenn Sie nicht andauernd auflegen würden. Was ist denn jetzt noch? Wir haben Ihre Familie. Das haben wir nun bewiesen. Also kein Wort zu Ihrem Vorgesetzten beim Bundesnachrichtendienst. Gibt's gar nicht mehr. Ach was. Ja, Sie wissen, wie das ist. Subventionsabbau haben wir privatisiert, sind in die Börse gegangen, haben jetzt nach dem gekauft, weil sie daheim waren. Und dann Insolvenz und jetzt sitzt es hier und würde ganz gerne frühstücken. Oh, okay. Aber kein Wort an die Polizei. Polizei. Kommen Sie schnell, da hätten wir deine Bank ausgeraubt. Ah ja, Diebstahl also. Ja, da können wir nicht viel machen. Am besten, Sie geben uns Ihre Versicherungsnummer und wie wir Sie erreichen können, aber wenn das Geld nicht irgendwo abgegeben wird, dann bin ich echt schwarz für Sie. Das ist für uns wie... Das Auto steht über der Linie. Ich brauche Verstärkung, Leute. Dann kam Hubschrauber und Panzer und dann war da so ein kleiner Hund, den habe ich gestreichelt. Ja, eine rührende Geschichte. Also wir verstehen uns. Keine Polente. Schönen Tag noch. Ja, okay. Tschüss.
Jetzt bin ich hier also in der Schule meiner Tochter Lilly, um die Lehrerin zu fragen, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt hat, bevor Lilly entführt wurde. Es ist gut, dass ich mir das noch einmal gesagt habe. Frau Bouchier, ich bin... Kopftuch zu tragen. Sie können doch unsere Kinder nicht in ihrem Glauben beeinflussen. Ja, das finde ich aber auch. Was? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Jason Landwirt. Meine Tochter Lilly geht in ihre Klasse. Lilly Landwirt. Was für ein beschissener Name. Und jetzt ist meine Familie entführt worden. Deshalb wollte ich Sie fragen, haben Sie vielleicht was gesehen? Ja, natürlich. Fällt mir doch ein, ich muss nur schnell was aus meinem Wagen holen. Aber du bist doch mit dem Fahrrad hier. Ja, ich meinte, ich will was aus meinem Fahrrad holen. Tja, das war wohl die Aschenbecher. Na schön, dieser Lehrer wird irgendwie verdächtig. Moment, Frau Bouchier wird eigentlich noch verdächtiger. Ich werde sie verfolgen. Und zwar jetzt gleich. 3, 2, 1 und weg. Den Tanker fand. Bürgermeisterkandidate. Ich habe auch einen Namen. Das ist egal. Ich werde dich hier verschießen. Du hast im letzten Mal grün ge... Tja. Nein, bitte erschießen Sie mich nicht. Doch, das werde ich. Und zwar jetzt gleich. Was noch? Kann nicht mehr lange dauern. Ich zähle bis 3. 1, 2. 2,5. 2, 3, 4. Was? Landwirt ist das auf den Fersen! Mist! Gerade wo ich sie erschießen wollte! Ist dir jemand gefolgt? Ja. Haben Sie meine Familie entführt? Ja. Scheiße! Fragen Sie mich nochmal! Fragen Sie mich nochmal! Haben Sie meine Familie entführt? Ja. Oh. Willst du noch einmal? Noch einmal? Ich weiß das! Ich kann das! Haben Sie meine Familie entführt? Bürgermeisterschaftskandidatin. Ich habe auch einen Namen. Ja, kann sein. Wen interessiert's? Ich werde sie aber erschießen und daran kann niemand was ändern. Das werden wir ja sehen. Wo ist meine Familie? Ich bin hier. Schatz, du bist die grüne Bürgermeisterkandidatin. Das habe ich dir 10-mal erzählt. Ja, kann sein. Ich gebe den Jungs Kegeln. Ach so. Halt. Niemand rührt sich oder ich erschieße euch alle. Dann
Dann kommen Sie nie im Leben durch. Doch, komme ich. Ich habe eine unterschriebene UN-Resolution. Oh. Ich hätte Kofi Annan nicht das nennen dürfen, was ich Ihnen genannt habe. Angst, das macht sie nie. Warum verraten Sie mir das? Weil ich die alte Angeberin hasse. Das habe ich gehört. Aber warte nur, ich habe meine gnadenlose Killerin. Ja, lass mich es tun. Lily! Ja, leider hast du nicht gerechnet. Ich bin die Verräterin. Die was? Ach so. Du hattest einen Verräter in deinen Reihen, der hat dem Lüstling alles erzählt, was du als nächstes machst. Das war ich. Okay, junges Fräulein, ich hoffe, du weißt, wie sich das auf die Anzahl deiner Weihnachtsgeschenke dieses Jahr auswirken wird. Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich kann die grüne Bürgermeisterschaftskandidatin. Ich hab auch einen Namen. Für dich, Mama. Für sie nicht. Egal, ich werde euch. Erschießen. Nein, warte, warte, warte. Jetzt weiß ich, was das hier ist. Heute ist mein Geburtstag und verarscht mich! Meine dieser Tiere sind alle meine Freunde, um mich zu überraschen. This is a fucking toilet. Oh, fucking no. The toilet is over there. Fuck. Thank you, cocksucker. Fucking bye. Herzlichen Glückwunsch, alter Gauner. Kommt alle her. Blockschatz. Alles Gute, Schatz. Herzlichen Glückwunsch.